Die Kickers waren unter dem Fernsehturm, also auf ihrem Platz, geblieben. Die Frankfurter in den roten Trikots und den schwarzen Hosen. Knapp 10.000 Zuschauer. Auch hier sehr gute Bedingungen. Der Platz allerdings nicht so gut, wie er aussah. Es gab doch einige leichte Rutschpartien. Das ist Sievers und am Anfang, da ging es ganz schön zur Sache. Die Kickers und die Frankfurter fast ein bisschen überdreht. Schauen sich diese Szene an, Finke und Buffer, und da schlägt Smolarek in der 6. Minute nach und Schiedsrichter Scheuerer zögert keine Sekunde. Platzverweis für den Stürmerstar von Eintracht Frankfurt. Nach 6 Minuten also die Frankfurter nur noch mit 10 Mann. Finke musste behandelt werden, er sah dann gelb für seinen Foul, aber die Frankfurter nur noch zu 10. Und schauen Sie sich diese Szenen an. Also im Fußball sagt man da, glaube ich, da wird gestochen. Das war Elser da gegen Turowski. Wir haben die Szenen so aneinander gehängt. Fußball gespielt wurde sehr, sehr wenig. Es ging überhart zur Sache. Die Frankfurter Fans natürlich erbost, und Freistoß für Eintracht Frankfurt. Falkenmeier, Torhüter Zimander. Ralf Falkenmeier, es war nicht sein Tag heute. Und auf der anderen Seite, da wurde genauso getreten. Das ist Vollmer gegen seinen Gegenspieler Müller. Der nietet ihn einfach um. Insgesamt gab es neben der roten Karte noch 6 gelbe, 4 für die Kickers, 2 für die Frankfurter. Und das, was Sie hier sehen, das ist so das Gröbste der ersten Viertelstunde. Es gab dann auch noch kleinere Fouls. Wieder so eins. Und Elser sieht gelb nach diesem Foul. Erst nach 20 Minuten etwa, da kam man so langsam dazu, Fußball zu spielen. Pokalkampf ja, aber Pokalschlacht, das soll ja wohl nicht sein. Nicht viele Chancen in der ersten Spielhälfte. Die Kickers natürlich ein Mann mehr, und Hein vom Waldhof zu den Kickers gekommen, scheitert mit diesem Kopfball. Allerdings ein bisschen weit nach rechts abgesetzt. Vielleicht wäre auch Gundelach noch herangekommen. Wie gesagt, die Kickers natürlich mit 10 Feldspielern gegen 9, öfter am Ball, öfter offensiv. Die Frankfurter verlegten sich zunächst einmal aufs Kontern, und hier ein Fehler von Theis, aber Gundelach vor Hein. Und diese Szenen, die sieht man viel lieber, Entschuldigung, als gegeneinander treten. Nur ganz selten die Frankfurter mal, und Falkenmeier mit der Chance. Das war allerdings schon kurz vor Ende der ersten Spielhälfte. Und vom Fernsehturm aus hatte man auch keinen guten Eindruck von diesem Spiel. Das änderte sich allerdings in der zweiten Spielhälfte ganz erheblich. Kurtenbach ist das gegen Körbel, gegen Berthold. Die Kickers manchmal etwas umständlich. Grabosch wieder, Kurtenbach gegen Falkenmeier. Und da wollten die Kickers nach 11 Minuten in der zweiten Spielhälfte einen Strafstoß. Wir haben im Unterschied zu Schiedsrichter Scheurer die Chance, uns das Ganze noch einmal anzuschauen. Sehr schön lässt hier Kurtenbach den Ball laufen. Jetzt achten Sie mal auf Falkenmeier, der Ball ist weg. Er trifft Kurtenbach. Man hätte eigentlich pfeifen müssen, aber Scheurer war anderer Meinung. Weiterhin kein Strafstoß, weiterhin 0:0. Das ist der Münchner Unparteiische, der doch so seine Mühe hatte. Dann Arthur Jeske für Anthony Buffow, für den Verteidiger nun ein weiterer Mittelfeldspieler. Nach etwa 58 Minuten. Freistoß Schindler. Finke gegen Gundelach. Dann noch einmal Gundelach. Dann Elser. Die Frankfurter bekommen den Ball nicht weg. Und dann Arthur Jeske. 2 Minuten nach der Einwechslung macht er in der 62. Minute das erste Tor für die Stuttgarter Kickers. So lange hatte die Abwehrmauer der Frankfurter gehalten, allerdings gegen eine Kickers-Mannschaft, die längst nicht so druckvoll war, wie zum Beispiel in dieser Szene. 1:0 für die Stuttgarter Kickers, und Trainer Zahnleiter reagierte sofort, nahm Binz heraus, brachte mit Harald Krämer endlich eine zweite Spitze. Da war Turowski dann nicht mehr so alleine, und Münn bei einem, der insgesamt 10 Eckstöße. Und Achtung, hier wollten die Frankfurter den Ball im Tor gesehen haben. Schindler hat ihn herausgeschlagen. Zunächst geht das Spiel weiter. Dann allerdings geht Scheurer zu seinem Linienrichter. Und wir können uns das Ganze noch einmal anschauen, obwohl nicht allzu viel zu sehen ist. Schauen Sie, Schindler steht da auf der Linie und erwischt den Ball direkt.
Ich sage gefühlsmäßig, es war kein Tor, aber Krämer jubelt sofort immer noch. 1:0 für die Kickers. Dann diese Szene. Turowski kommt ans Leder, aber auch hier kein Tor. Wir werden es in der Wiederholung sehen. Zwei Spieler, Turowski und Krämer, im Abseits. Völlig korrekte Entscheidung von Scheurer, aber auf die Eintracht, da stürmt es in dieser Phase fast knüppeldick ein. Schauen Sie, zwei Frankfurter bewegen sich nach vorne von den Kickers, keiner in Richtung eigenes Tor. Und jetzt halten wir in diesem Moment an, zwei Frankfurter im Abseits, vor dem Torwart. Kein Tor, richtige Entscheidung. Aber die Frankfurter, sie wurden immer stärker. Und das 1:1 lag in der Luft. Falkenmeier, Simander mit seiner besten Tat. Die Kickers verlegten sich aufs Kontern und sie holten Freistöße raus. Kurtenbach, das hätte schon die Entscheidung sein können, so nach etwa 80 Minuten. Dann Bernd Grabosch, er wie die meisten Kickers zwar eifrig, aber ohne große spielerische Momente. Und dann ist hier die Situation eigentlich schon bereinigt. Aber Grabosch kommt noch mal ran und Hein. Und 86. Minute 2:0. Harald Hein nahm die scharfe Hereingabe, nachdem die Frankfurter schlicht und einfach tändeln. Profis müssen da den Ball aus dem Strafraum bringen. Auf, er springt einfach hoch, hält den Kopf hin und gegen die Laufrichtung von Gundelach. Das 2:0 für die Kickers, 4 Minuten vor dem Abpfiff. Respekt vor den Frankfurtern, nur noch mit 9 Feldspielern und 0:2 zurück, griffen sie weiter an. Fehler von Finke, Schlotterbeck rutscht aus, Turowski, ihm gönnte ich dieses Tor in der 88. Minute. Besonders, wie lange hat er sich allein abmühen müssen. Er hatte allerdings das Glück, dass zunächst einmal Kickers-Kapitän Finke am Ball vorbeisäbelt und dass dann Schlotterbeck am Strafraum ausrutscht. Wie gesagt, es war glatt. Turowski, Mutterseelen allein, plötzlich für einen Moment. Und Simander ohne Chance. 88. Minute, dass Schiedsrichter Scheurer nachspielen lassen würde, war klar. Und die Frankfurter jetzt mit dem Spiel alles oder nichts, machten Pressing. Und dann dieser Pass von Finke auf Kurtenbach. Die normale Spielzeit war schon um. Und Kurtenbach schießt das 3:1. Ja, wenn Sie so wollen, in der 92. Minute, die es ja nicht gibt. Es gab einige Unterbrechungen. Trainer Renner, der Torschütze Dirk Kurtenbach, der nicht im Abseits war, denn beim Pass von Finke, da stand er noch in der eigenen Hälfte. Gegen Hannover hatte er die beiden Tore im Achtelfinale erzielt, kaum aufgefallen. Jetzt erzielt er die Entscheidung, das 3:1. Scheurer pfiff dieses Spiel überhaupt nicht mehr. Ein Riesenjubel natürlich unter den Kickers-Fans, die eine Pokalschlacht gesehen hatten. Die Kickers anschließend kaum noch in der Lage und ein kleines Glücksschwein hatte Dieter Renner, der Trainer, dabei gehabt. Helmut G. Müller unterhielt sich nach dem Spiel mit Harald Hein, der das 2:0 für die Stuttgarter Kickers erzielt hatte. Das Pokalspiel war ja lange Zeit keins, also spielerisch war nicht sonderlich viel los. Nach dem Tor von Jeske fing es eigentlich erst richtig an. Ja, wir hatten schon in der ersten Halbzeit sehr viele Chancen und ich glaube, das war ein reines Pokalspiel, also ein typisches Pokalspiel. Und die Leute, die haben hier hervorragend mitgemacht, die haben uns angefeuert und haben uns auch nie fallen lassen. Und ich glaube, ohne die Zuschauer hätten wir es heute wahrscheinlich nicht geschafft. War es aber richtig beobachtet, dass sie vielleicht am Anfang etwas verhalten, mehr auf Halten begonnen haben? Ja, gegen die Bundesligist muss man normalerweise immer etwas verhalten spielen, weil es ja noch routinierte Burschen sind. Aber ich glaube, der Trainer Renner hat die richtige Taktik gewählt und das hat sich auch im Endeffekt ausgezahlt.